Jetzt ist unsere Rakete etwas schwerer. Heißt, wir nehmen mal kurz die Startklammer weg. Und nehmen... Upsi. Kopieren das hier. Und kleben da wieder dran. Also, wir nehmen zwei Tiny Tims. Ich bin mal gespannt, was das wird. Und hoffen, dass wir damit über 140 kommen. Ich bin mir nicht sicher. Also, wir zünden den und den. Und den Raketenmotor. Genau. Jetzt machen wir mal hier. Dann zünden wir den mit dem. Und machen für den Fallschirm eine eigene Geschichte auf. Und den Fallschirm deployen wir selber. Bin ich gespannt, ob das klappt mit dem, ob dieser kleine Fallschirm uns ausreicht. Hab ich selber noch nicht probiert. So. Genau. Hier mal kurz. Jetzt haben wir zwei Tiny Tims und unsere Rakete mit dem biologischen Sample da oben drauf. 80 ist immer noch super. Unsere Experimente warten, aber hoffentlich kommen wir außer, kriegen wir auch ein bisschen Punkte für die biologische Forschungsgedönsi. So, nochmal speichern und soll ich den mal simulieren? Ja, wir regen uns nur auf, wenn es dann doch nicht funktioniert. Wir simulieren ihn mal. Das Ding fliegt jetzt halt deutlich höher. So, Auto Stage ja und Stop at Stage 1. Engage Autopilot. Stage, weil Stage 0 ist mein Fallschirm, den würde ich gerne selber benutzen. Und wir gucken uns einmal Telemetrie an von unseren Experimenten und Telemetrie von dem Biological Sample und den aktivieren wir jetzt und da sind wir zu niedrig für. Also der macht im Moment noch keine Forschung. Autopilot ist an und dann gucken wir mal. Und ab dafür. Oh ja. Oh ja. Das gab uns mit dem zweiten Solid Rocket Booster gab das einen ordentlichen Kick und hoffentlich brennt unser Raketenantrieb sehr, sehr lange und ich hoffe, wir kommen auf mehr als 140 Kilometer. So, hier läuft... Ne, wir sind noch nicht über 40 Kilometer. Da passiert dann bei der Forschung noch gar nichts. Ja, simulieren ist ja wie Proben vor einem Konzert, das stimmt. Aber auf jeden Fall funktioniert der Start schon mal. Ja, die sind schon heiß geworden, aber sie sind nicht abgefallen in der Simulation. Oh, und unsere Engine ist ausgefallen. Flug zurücksetzen, auf Start zurücksetzen. Probieren wir das nochmal. Hat unsere Simulation quasi gerade einen Engine-Failure geschmissen? Da bin ich mal gespannt. So. Ascent Guidance, Engage. Stufe 1, ja. Ist alles richtig. Und jetzt starten wir nochmal und gucken uns das nochmal an. Vielleicht nicht genug Sauerstoff zum Brennen. Ich glaube, wir haben Anilin 22, IRFNA 3 und Stickstoff drin. Stickstoff zum Druckausgleich im Tank, weil der Raketenmotor ist mit Druck wird der betankt. Also da ist nicht Sauerstoff, sondern irgendwas anderes von den beiden. Ich glaube, das IRFNA 3 ist der Oxidizer in diesem Fall.
Ich müsste echt nachgucken, welche das sind, aber es gibt so viele verschiedene Raketenantriebe. Das ist irgendwas, ja, aus den 50ern. Okay, dann gucken wir mal. Wieder Simulation und ab dafür. Oh, und herzlich willkommen und danke fürs Folgen. Leutscher 1964. Schönen guten Abend. So, gucken wir mal. Vielleicht kommen wir auch einfach mit der Konstruktion, die ich da jetzt gebaut habe, nicht viel höher. Aber eigentlich... Es kann gut sein, dass wir zu früh zu schnell geworden sind. Und dass wir mit diesem, mit dieser Rakete einfach nicht über 100 Kilometer hochkommen. Ja, es sieht tatsächlich so aus. Und... Da ist vorbei. Wir haben den ganzen Sprit aufgebraucht. Wir könnten wahrscheinlich ein bisschen mehr Sprit reintun. 82 Kilometer immerhin. Okay, komm, wir gehen Flug zurücksetzen auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Weil ich glaube, wir haben eine Verbesserung für den Motor, dass er ein bisschen effizienter ist. Wir gucken mal. Ah nee, das habe ich eben schon geguckt, ne? Wir können die nicht verbessern. 47. Können wir... Oh, wir könnten... Remove all tanks. Wir könnten auf... Hochdruck... auf Tanks, die aus Aluminium sind, umswitchen. Und dann kriegen wir tatsächlich noch ein bisschen mehr Delta-V raus und noch ein bisschen mehr Sprit in die Tanks rein. Vielleicht können wir ein bisschen länger brennen lassen. Vielleicht schafft es unsere Maschine. Und jetzt gucken wir mal gerade, ist alles bei der Dings okay? Ja, wir haben jetzt quasi umgestellt hier auf Aluminium-Tanks, weil das haben wir erforscht. Dann sind wir etwas leichter. Können wir das hier oben auch machen? Nee. Tank-Type, weil wir haben ja oben auch nichts drin. Quasi. Jetzt sind wir ein bisschen leichter und müssten höher kommen. Aber wir haben ja natürlich jetzt die Masse von dem biologischen Sample und dem Fallschirm mit dabei. Wir haben, sind jetzt auf 57 Sekunden. Wir speichern mal und bauen die einfach mal, weil sie war stabil in der Luft. Das heißt, wir machen jetzt mal, genau, wir, Parachute und Biological Sample müssen wir kaufen und jetzt ist es zur Build Queue hinzugefügt. Und dann werden wir versuchen, das Ding zu fliegen. Und ich hoffe, wir kommen, vielleicht kommen wir nicht auf 140 Kilometer Höhe, aber ja, den bauen wir jetzt mal und dann könnten wir... Schon, wie lange ist der? 70 Tage. Wir haben aktiv ist... Reach Suborbital Trajectory. Angenommen, steht kein Ablaufdatum. Gut. Das heißt, wir können erst einmal diese Rakete ausprobieren. Ich will jetzt echt nicht so auf die Jahreszahlen gucken. Wir machen einfach, wie wir meinen. Ist ja das erste Mal. Also, Warp to... Wenn die Rakete fertig gebaut ist und jetzt einmal Rollout. Da ist sie und wir warten mal bis Sonnenaufgang. Sehr schön. Und jetzt starten wir sie mal. Und dann werden wir auf jeden Fall eine dickere Rakete bauen, weil wir müssen... höher und weiter und so weiter und so fort. So. Ascent Guidance. Engage Autopilot. Und wir machen mal das hier an. Forschung läuft und... Ach nee, das wollte ich anpinnen.
Der und den biologischen wollte ich auch anpinnen und dann lassen wir den mal. Okay, Autopilot ist an und ab dafür. Okay, und jetzt haben wir auch tatsächlich noch mehr Zeit. Ich hoffe, dass unser Raketenmotor so lange durchhält, dass wir schön hochkommen. Und selbst wenn wir nicht hochkommen, wir werden noch ein bisschen Wissenschaft einsammeln und hoffentlich auch ein bisschen Wissenschaft aus dem Biological Sample Container. Und selbst wenn das, wenn wir nicht über 140 Kilometer kommen, hoffe ich, dass das mit dem Fallschirm funktioniert. Und dann kriegen wir ein paar Punkte dafür, dass wir eine Rakete tatsächlich zurückgeholt haben. Also das wird auch durchaus belohnt. Okay, noch 12 Sekunden jetzt gleich. Und, oh, okay, wir sind 70, 80. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, um auf 140 zu kommen. Aber auf jeden Fall... Oh. 116. Okay. Wir haben auf jeden Fall hier oben schon alles abgeschlossen. Und der Biological Sample Capsule läuft auch. Der braucht 19 Minuten. Das ist, der werden wir nur einen kleinen Bruchteil schaffen. Aber immerhin fliegen wir jetzt mit dieser Rakete sehr hoch und so hoch, wie wir bisher noch nie unterwegs waren. Was haben wir? Achso, Vessel Complete. Das heißt, wir schaffen nicht ganz die über 140 Kilometer Auftrag, aber wir sammeln ein bisschen Forschung ein. Hier oben haben wir schon was eingesammelt. Und ich mache mal schneller, bis wir nach oben geflogen sind. Und hier unten kommt Wissenschaft rein. Das ist schön. Längst nicht alles, der müsste 18 Minuten laufen. Das schaffen wir nicht mit so einer kleinen Rakete, die nur einmal kurz nach oben fliegt. Aber wir haben immer noch unseren Fallschirm. Und hoffentlich reißt der nicht ab. Hoffentlich kommen wir damit einigermaßen klar. Ja, wir kommen nicht so hoch. Wir haben ein bisschen was, indem wir in der Spitze ein bisschen was eingespart haben, indem wir einen Aluminiumtank benutzt haben, haben wir uns einen Vorteil verschafft. Aber die Masse der biologischen Probe und des Fallschirms sorgen halt dafür, dass wir längst nicht so hoch fliegen, wie das eben der Fall war. So, und jetzt mache ich mal wieder die Zeit langsam. Und wir treten ein. Und ich warte mal, bis wir in der Atmosphäre ein bisschen gebremst haben. Jetzt fangen an, unsere Heckflossen ein bisschen zu glühen. Und jetzt spüren wir sehr, sehr doll die Luftreibung. Und wenn wir hier auf, weiß nicht, wenn wir so auf 6000 Meter sind, jetzt haben wir schon einiges an... Na, der Fallschirm ist noch rot. Okay, ich achte jetzt eher auf den Fallschirm. Und da ist er... Und Fallschirm scheint zu funktionieren. Und auf 1000 Meter wird er deployed. Wo kommen wir hin? Oh, wir sind ganz schön weit abgekommen von unserem Space Center. Geil! Fallschirm hat funktioniert. Und da baumelt unsere Rakete an den Fallschirm. Geil. So, lassen wir mal die Zeit ein bisschen schneller vergehen, weil das ist eine sehr, sehr langsame Geschwindigkeit. Sehr schön. Wir haben ein bisschen mehr Wissenschaft eingesammelt und haben es geschafft, eine Rakete zurückzubringen. Haben es leider nicht ganz geschafft, die 140 Kilometer zu überwinden. So, und jetzt sind wir gleich unten. Das heißt, wir brauchen mal eine dickere Rakete. Okay. Und Recover Vessel. Normal Recovery. Sehr schön. Und wir haben tatsächlich dafür 6 Wissenschaft bekommen, weil wir eine Rakete
zurückbekommen haben. Horsti, dankeschön für den Teilapplaus. Und wir haben Wissenschaft gesichert, weil wir es gelandet haben. Biological Sample. Sehr cool. 7 Wissenschaft und wir haben einige Teile. Das heißt, wir haben Gelder zurückbekommen. Großartig, das hat geklappt. Aber unser Auftrag ist nicht abgeschlossen. Und wir haben einen, weil wir eine Rakete zurückgebracht haben, haben wir einen Upgrade-Punkt. Oh Mann, dankeschön. Chris ist auch da. Schönen guten Abend, Chris. Gibt einen Teilapplaus raus. Danke, ihr Lieben. Und dann würde ich sagen, ich habe im VAB 5 Punkte, in R&D habe ich 3. Wir stecken noch eine ins VAB, den freien Upgrade-Punkt, den wir bekommen haben. Wie weit ist unsere Forschung denn vorangeschritten? Post-War nur noch 8 Tage. Ach Mensch, Zarezani, Lars Dragel. Und da haben wir einen genug Teilapplaus gedammelt. Danke, danke, danke. Wir haben unsere erste Rakete tatsächlich gelandet. Jetzt wollte ich gucken. Nee, jetzt wollte ich hier in der Forschung gucken. Wir haben 11. Wo haben wir denn... okay, die haben wir Early Rocketry und Post-War Rocketry Testing. Da haben wir einen besseren Antrieb. Das dauert nur noch 3 Tage. Und wir haben jetzt genug, 11 nämlich, für diese nächste Stufe, Early Material Science, wo wir noch einen besseren Tank kriegen. Zack. Und dann können wir die nächsten Stufen erforschen, nämlich Basic Rocketry. Da kriegen wir noch bessere Antriebe und nochmal Zeug. Und ja, wahrscheinlich werden wir Basic Rocketry machen oder Avionics Prototypes. Ja, ich würde sagen Basic Rocketry. Mit in die Queue rein. Und Post-War Rocketry Testing. Nur noch 8 Tage. Das war Post-War Rocketry Testing. Genau, da kriegten wir Verbesserungen für unsere für unseren Raketenantrieb. Da machen wir jetzt mal einmal vorspulen. Genau, weil dann können wir nämlich jetzt da wollte ich nicht hinklicken. Dann können wir nämlich jetzt tatsächlich unsere Rakete, die wir jetzt schon haben, ausbauen auf größer mit dem Upgrade am Antrieb. Das wollte ich nämlich, weil ich möchte, es gibt jetzt noch eine Zwischenstufe, bevor wir zu der dicken Rakete, die wie die V2 ist oder die A4 kommen. Halt eine, die auch so irgendwie 0,5 Meter im Durchmesser hat, aber das ist irgendwie, finde ich, total ätzend, bevor wir halt zu einer 1,5 Meter durchmessenden Höhenforschungsrakete, die wir auch steuern können, kommen. So, diese Aerobee können wir jetzt upgraden auf, für 1000 Funds, auf, oh, Rated Burn Time, oh ja, genau, das ist... Das ist noch nicht das, was wir haben wollen. Verdammt. Naja. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir versuchen noch mehr... versuchen noch mehr Masse loszuwerden. Wir gehen mal auf 40 runter. Und hier mal auf 5 Liter. Ich bin mal gespannt, ob wir es mit dieser Spitze hinkriegen. Wir nennen die mal hier jetzt 5. 0,5. Lassen den biologischen Sample Container nochmal drin. Da müsste jetzt einiges an Delta V noch da hinzugekommen sein. Die nächste Ausbaustufe... des Antriebs brennt leider nicht länger. Die übernächste brennt länger. Und
Genau, die probieren wir jetzt mal aus. Die werde ich jetzt nicht simulieren. Wir haben einiges an Delta V mehr. 57. Wir haben, glaube ich, letztes Mal nicht ganz... Machen sie sogar noch mal ein bisschen länger. Nehmen noch mal ein klein wenig Sprit mit. Und ich werde mal gerade auf Tooling gucken. Genau, das hatte ich nämlich befürchtet. Alles Werkzeug dafür herstellen. Genau. Kürzere Spitze. Könnte sein, dass sie nicht ganz stabil ist. Aber dann haben wir wenigstens ein schönes Feuerwerk, wenn sie in der Luft auseinanderbricht. Und die werden wir jetzt einfach mal blind bauen. Und wenn das nicht klappt, dann bauen wir eine dicke Rakete.